Willkommen zu einer neuen Episode von Japanische Armbanduhren. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und möchte euch heute gerne eine etwas ausgefallene Uhr vorstellen. Und zwar ist das die Casio G-Shock GWN 1000H Golfmaster. Unter der Dachmarke G-Shock hat Casio eine Reihe herausgebracht, die den Titel Masters of G trägt und durch besonders hochwertige Verarbeitung und besonders viele Funktionen heraussticht. Je nach Beanspruchung haben die Modelle unterschiedliche Namen oder je nach Einsatzzweck. Es gibt zum Beispiel die Rangeman, die eher für Soldaten gemacht sein soll, Modelle, die für die Fliegerei gedacht sein sollen, oder eben hier die Golfmaster, die für den Marineinsatz konzipiert ist. Natürlich brauche ich so eine Uhr rein technisch nicht, aber wer braucht eine Taucheruhr tatsächlich? Es geht eher darum zu wissen, was diese Uhr könnte und die Uhr dann als Modeaccessoire zu tragen. Also ich war mir sicher, ich wollte eine Masters of G haben und das ist sowieso eine große auffällige Uhr. Und da dachte ich, dann nimmst du sofort die gelbe, die knallt richtig. Also wenn ihr sicher gehen wollt, dass eure weniger uhreninteressierten Arbeitskollegen, Nachbarn, Familienmitglieder mitbekommen sollen, dass ihr eine neue Uhr habt, kauft euch eine gelbe Uhr. Die merken das sofort, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Zu den Daten. Wir haben hier eine recht große Uhr, die hat also den kleinsten Durchmesser, wenn man also hier misst, von ungefähr 49 mm und über die Kronen oder Kronenschutz oder den Sensor hier sind das 55 mm. Die Uhr ist aus einem Kunststoff hergestellt, den Casio Resin nennt, also der ist widerstandsfähig und einigermaßen geschmeidig. Das Gehäuse ist schon hochwertig von der Verarbeitung, also ist nicht wirklich mit den G-Shocks in der 100-Euro-Klasse vergleichbar. Die Lünette hier ist aus Metall. Die Beschriftung befinden sich in Vertiefungen. Das Glas auf der Uhr ist ein Mineralglas. Die Knöpfe hier sind aus Edelstahl, genauso wie die Rückseite. Casio gibt an, dass alle Metalle und alle Teile der Uhr so gefertigt und bearbeitet sind, dass sie besonders robust gegen Salzwasser sind. Das Band ist integriert, ist aber durch diese und diese Schraube zu entnehmen und zu wechseln. Wir haben hier eine sogenannte Anadigi, also eine Analoganzeige und eine Digitalanzeige auf der Uhr. Analog haben wir drei Zeiger, die in verschiedenen Funktionen in Aktion treten können. Ich zeige das gleich etwas. Wir haben oben einen Pfeil in der Anzeige und hier unten ein Digitaldisplay, was aus gestalterischen Gründen invertiert ist. Also ein Negativdisplay sieht immer schick aus, aber ablesbar sind die anderen besser. Also die Positivdisplays, wo schwarze Farbe auf weißem Grund ist, weil da einfach mehr Licht reinkommt. Ihr seht es etwa. Zur Bedienung. Wir haben hier vier Knöpfe an der Uhr. Da gehe ich gleich einfach mal durch die Menüs. Dann seht ihr, wie es funktioniert. Zwar nicht in jedem Detail, aber etwa. Und diese verschraubte Krone, die zur Feineinstellung oder zur Justierung gedacht ist. Ich sagte eben schon, die Masters of G haben sehr viele Funktionen eingebaut. Ihr seht hier schon das Wort Sensor. Da ist auch irgendwas wie ein Sensor verbaut. Diese Uhr zum Beispiel hat einen Kompass integriert, einen Temperatursensor und einen Drucksensor, also ein Barometer, mit dem man aber auch die Höhe bestimmen kann. Der Knopf hier oben macht das Licht an. Ihr seht, hier unten geht eine LED an. Die Indexe und Zeiger sind mit Leuchtmasse versehen, für eine Casio schon mit recht ordentlicher Leuchtmasse.
zur Farbgestaltung. Das Modell hier, das Gelbe, gibt es auch mit einer silbernen Lünette. Und dann haben die aber nicht den großen Kontrast zur Beschriftung. Das war eben dieser besonders tulige Look, den ich wollte. Viele von den G-Shocks haben eher eine militärische Anmutung. Das wollte ich bei der absichtlich nicht haben. Deswegen war für mich die gelbe oder die blaue zur Auswahl. Sollte eine Uhr sein, die tatsächlich so aussieht, als könnte die der Kapitän vom Seenotrettungsdienst oder Baywatch oder ein Polarforscher am Handgelenk tragen. Und da passt halt dieses Gelb ganz cool dazu. Hier oben geht das Licht an, da war ich bei den Funktionen. Durch die Menüs rotiert man im Prinzip immer mit der unteren linken Taste. Ich bin jetzt im normalen Uhrzeitmodus und wir gehen mal zusammen durch, was passiert. Jetzt gehen wir zur Tidenanzeige. Er zeigt hier oben die Gezeiten an. Wir haben eine Stoppuhr. Ein Timer, ein Alarm und er zeigt an, um 9.05 Uhr war das letzte Mal ein Kontakt. Ich habe jetzt oben rechts, unten links gleichzeitig gedrückt und das ist die Funktion, dass die Zeiger Platz auf das Display machen. Ihr seht, die fahren beiseite und ich kann das Display besser ablesen. Auf Tastendruck oder nach ein paar Sekunden fährt das wieder zurück. Jetzt bin ich im Zeitmodus. Eben habt ihr hier links ein M eingeblendet gesehen. Das sagt, der Akkustand ist ungefähr mittel. Wenn ich in diesem Modus bin, kann ich mit dem rechten Knopf, der zum Beispiel im Stoppuhrmodus ja die Stoppuhr bedient, durch die verschiedenen Sensoren durchgehen. Fangen wir mit der Höhe an. Die habe ich schon justiert. Das ist nämlich luftdruckabhängig. Das ist nicht, dass über Tage man immer wieder die Höhe zuverlässig nutzen kann. Da ändert sich der tägliche Luftdruck. Man kann das mit der Krone an die tatsächliche Höhe anpassen. Das heißt, man startet einen Aufstieg, eine Ballonfahrt, was auch immer, und entsichert diese Krone hier, zieht da dran und könnte dann die Höhe einstellen. Ich bin jetzt ungefähr auf 190 Meter. Und stell das so ein. Diese Anzeige hier ist dafür da, Änderungen anzuzeigen. Zum Beispiel hier bei der Höhe. Wenn ich hier diesen oberen linken Knopf gedrückt halte, seht ihr, er ist resettet. Der Sekundenzeiger zeigt hier genau zwischen. Und wenn ich jetzt höher oder niedriger mich begeben würde, wird er hier oder hier ausschlagen. Das ist also als Indikator gezeigt. Man kann das für den Luftdruck auch benutzen. Gehen wir durch die weiteren Sensorfunktionen. Der Temperatursensor zeigt 28,3 Grad. Die Uhr hatte ich eben am Handgelenk. Und wir haben den Luftdruck. Er hat auch so ein kleines Protokoll auf der linken Seite. Dann haben wir den Kompass. Der zeigt nach Norden. Und gleichzeitig zeigt unten die Anzeige an, wohin die Uhr zeigt. So, jetzt sind wir wieder im Zeitmodus und mit oben links können wir durch Anzeigeoptionen noch switchen. Age, das heißt Moon Age, wie weit der Mond schon fortgeschritten ist. Wir haben jetzt die Anzeige, dass wir den Wochentag drin haben, Tuesday. Oder den Wochentag und den barometrischen Verlauf oder eben nochmal genau die Zeit. Was besonders schön ist für eine Anadigi, dass wirklich, weil das hier eine Funkuhr ist, diese beiden Zeiten haargenau abgestimmt sind. Auch schön, der Sekundenzeiger trifft also haargenau die Indexe, also jeder Zeiger hat einen eigenen Motor, sonst wären die ganzen Funktionen nicht möglich und der Zeiger justiert sich immer wieder selber. Wir haben noch eine World-Time-Funktion, das heißt, wenn ich hier jetzt dran drehe, zeigt der Zeiger mir, wir haben die Pariser Zeit, können dann aber auch umstellen
Londoner Zeit. Ihr seht, der Stundenzeiger bewegt sich sofort. Das heißt, wenn ich wissen will, wie spät es in Bangkok ist, habe ich das hier. Ich habe die Uhr für euch jetzt mal angelegt. Ihr seht, schon ein ordentliches Kaliber, gehört aber auf jeden Fall zu der Optik. Ist also gar keine Uhr, die zum Anzug gedacht ist oder auch leicht zum Ärmel, unter den Ärmel rutscht. Das ist eher was für Freizeit oder für einen auffälligen Sommerlook. Seht, die Schließe ist mit Doppeldorn. Der Keeper trägt den Schriftzug G-Shock. Es gibt dieses Modell in vielen anderen Farben. Schaut gerne mal rein. Das aktuell bei uns erhältliche Modell ist schwarz mit blau. Da gefällt mir hier der schon besser. Kostenpunkt etwa gut 400 Euro muss man dafür hinlegen. G-Shocks haben wirklich viele Fans. Wenn ihr also noch nicht im Thema seid, das sind Uhren, die gerne gesammelt werden, viele Fans haben. Und ausgefallene Farben, vielleicht auch irgendwann das Gelb, sind dann besonders gesucht. Ich freue mich sehr, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr noch weitere Fragen zu der Uhr habt, stellt die gerne zum Beispiel hier unten bei den Kommentaren. Da freue ich mich auch gerne über ein Like oder ein Abo. Oder in Facebook bei der Gruppe Japanische Armbanduhren. Da tauschen wir uns genau zu dem Thema aus und da seid ihr sehr willkommen. Schaut mal gerne danach. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag.